Musik bewegt. Es verbindet Generationen, weckt Emotionen und schafft Gemeinschaft. Musik ist nicht nur ein Klang. Es ist Teil unseres kulturellen Lebens und des Miteinanders. Dieses Miteinander verbindet uns als Raiffeisenbank mit unseren Vereinen. Einer dieser Vereine ist der neu gegründete Musikverein Lanzenkirchen, den wir heute besuchen dürfen. Hallo Monika. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe eure Klänge von draußen gehört und habe mir gedacht, ich schaue da mal rein, wenn ihr da Probe habt heute. Warst begeistert, ne? Ja, war ein Wahnsinn. Aber ihr seid ein sehr junger Verein und somit habe ich mir gedacht, ich schaue mal vorbei und würde mal überhaupt wissen, wie hat sie überhaupt entstanden? Ja, das ist eine spannende Geschichte. In Wirklichkeit hat sich einer unserer Träume erfüllt, muss man schon ehrlich sagen. Die Ideen dazu gab es schon lange. Und in Wirklichkeit hat sich das Ganze vor 3 Jahren dann ergeben, im Zuge eines Bläserklassenprojektes für Erwachsene. Und da haben sich 25 Musiker damals gemeldet gehabt und haben sich für 2 Jahre sozusagen verpflichtet zu diesem Projekt. Und so schauen wir mal, was rauskommt. Und das klingt ja schon sehr gut. Wie viele Mitglieder habt ihr denn jetzt aktuell gerade? Also jetzt ist schon schwer mit dem Zählen, ich muss zugeben, aber ich glaube, wir sind bei 46 gelandet und ich bin sehr stolz auf diese 46 und Instrumente jeglicher Art sind dabei. Wenn du da reinschaust, ich weiß jetzt nicht, wie instrumentenaffin du bist, aber wir haben... Ein paar kenne ich, aber alle nicht. Wir haben Posaunen, wir haben Klarinetten, wir haben Querflöten, wir haben Tuben, wir haben Hörner, wir haben ein Fagott, wir haben, habe ich schon gesagt, Trompeten, Flügelhörner... Also ein breites Sortiment. Super. Jawohl. Und was spielt ihr so? Ha, ganz spannende Sachen. Wir trainieren gerade fleißig Apollo 11 zum Beispiel. Das ist von einem Komponisten aus der Gegend, von Otto M. Schwarz. Und, dann kann ich das auch, glaubst du? Naja, sicher. Also ich zweifle nicht an dir, Stefan. Na, dann probiere ich es einmal aus, oder? Los geht's. Na gut. Kannst du ein Instrument? Nein. Aber es wird mir sicher eins geben können, dass ich auch mal ausprobieren kann, zufällig oder? Zufällig habe ich eins für dich. Sehr also, schön. Dann probieren wir das. Probieren wir das. Gut. Probieren wir es. Andreas, wir probieren das jetzt aus. Ja, sehr, sehr gern. So. So, und wie haltet ihr das jetzt, Andreas? Ja, du schau, du bist ja eh schon auf dem richtigen Dampf. So? Ja, Daumen da rein, Finger sind richtig. Genau. Ja, eigentlich auch alles richtig. Und wo blasen jetzt rein? Blasen da rein, du kennst ja Pferd, gell? Ja. Na, das schaffe ich auch. Probier nochmal sicherheitshalber. Wie war denn das jetzt, Monika? Frag ihn Andreas. Kannst du mitspielen mit euch, Andreas? Wenn du noch fleißig übst, kennt das was. Nein, das Menü ist nicht okay. Da habe ich was, ich habe was Besseres, das kann ich sicher besser spielen als das. Schau, was ich mitgebracht habe: mein Musikinstrument. Ein Triangle. Können wir jetzt starten mit dem nächsten Lied? Ich glaube, das passt gut fürs nächste Lied. Perfekt. Ja, super, Stefan. Herzliche Gratulation. War ich gut? Ja, mit ein bisschen Übung kannst du unseren ersten Triangelspüler aufsteigen. Na, perfekt. Ja. Ich glaube, das überlege ich mir jetzt. In 2 Wochen haben wir Wertungsspiel. Also jeden Abend dranhalten, dann wird es was mit dem Mitspiel. Passt, machen wir so. Danke. Monika, jetzt habe ich ja bei eurer Probe mitmachen dürfen. Es war sehr spannend und sehr aufregend und ihr seid ja wirklich sehr talentiert. Aber was habt ihr für weitere Pläne für euren Verein? Ja, ganz spannende. Wir reisen von einem großen Ziel zum nächsten. Und tatsächlich unser nächstes großes Ziel ist unsere allererste Konzertwertung. Dafür wird gerade fleißig geprobt und gleich im Anschluss, nämlich unmittelbar Wochen drauf, dürfen wir zur Frau Landeshauptfrau reisen nach St. Pölten am Leopoldi-Feiertag
Und dort dürfen wir für 1000 Gäste ungefähr den Empfang spielen. Und allein wenn ich sage, kribbelt es schon unter den Fingernägeln sozusagen. Das glaube ich dir, das klingt spannend. Wir freuen uns natürlich, dass wir als Raiffeisenbank euer Partner sein dürfen. Was bedeutet euch, dass wir diese Partnerschaft eingegangen sind und wie haben wir euch bis jetzt unterstützen dürfen? Ja, das ist natürlich eine riesige Geschichte mit der Raiffeisenbank. Da sind wir sehr dankbar dafür. Ist ein großer und starker Partner an unserer Seite. Unterstützt werden wir finanziell sowohl als auch bei unseren Veranstaltungen immer. Du kennst uns ja schon gut, Stefan. Wenn wir was brauchen, sind wir an deiner Seite und du an unserer. Dann weiß ich ja, dass ihr euch an uns wenden werdet. Richtig. Und somit ist uns das natürlich irrsinnig viel wert. Und unsere größte gemeinsame Geschichte, wenn ich das so sagen kann, hängt da hinter uns, Stefan. Das war die Uniform, die wir angeschafft haben für mittlerweile 44 Leute, glaube ich. Und ohne der Raiffeisen wäre diese Uniform nicht da. Na, sehr spannend und sehr hübsch geworden auf jeden Fall. Wir haben euch ja schon einmal begutachten dürfen in diesen neuen Uniformen und wir sind froh, dass wir euch als Partner unterstützen dürfen und dass ihr hoffentlich bei euren Auftritten sehr erfolgreich sein werdet. Ja, das hoffe ich auch. Aber jetzt, wo du auftrittst, sagst Stefan, wann du soweit warst, darf ich gern wieder proben gehen, weil diese Konzertwertung ist echt nicht ohne. Ja, da bist du gut drauf, aber ich verstehe natürlich, dass ihr in Übung sein wollt und fit sein wollt. Also wünsche dir viel Spaß bei deinen Trainingseinheiten. Danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal, Stefan. Pfiatti. Tschüss. Tschüss. Musikvereine unterstützen Feste und schaffen Raum für kulturelles Leben. Wir als Raiffeisenbank unterstützen kulturelles Leben und schaffen Raum für Gemeinschaft und Fortschritt. Denn wir bewegen die Region und Musik bewegt uns.